Willkommen zurück bei Uncharted 4 und wir brechen die Tür auf. Hi. Was ist das? Ein Brief. Unterschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Okay. Finden wir diesen Gang. Okay. Da geht's hoch. Aber wir gucken uns erstmal um, ob wir hier noch irgendwas finden, was Keine hier uns an. Mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Sehen wir uns um. Ich nehme an, also gerade bleibt mir nur hier hoch zu gehen. Da haben wir auch einen Schatz. Aber den hatte ich gerade gar nicht abgezählt, sondern eigentlich wollte ich. Eigentlich wollte ich hier irgendwie was Tolles finden, also einen Gang oder ein Versteck. Oh, gefunden. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Oh, okay. Doch nicht gefunden. Verdammt. Vielleicht kann ich auch erst jetzt ein paar Sachen angucken. Ja, hallo. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Nein? Okay. Aber bei dem Bild guckst du nicht mehr nach. Ich frage mich. Nein. Ja gut, du guckst jetzt einfach bei überall nach. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Ein blutiger Fingerabdruck, wo Libertalia sein müsste, und ich habe draufgedrückt. Sehr schön. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist nicht wichtig? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Hallo, kommst du mit? Oder hast du keinen Bock? Die kommt da ganz gechillt. Ich möchte nur, wenn die mit mir redet, dass die hinter mir ist, damit ich da auch was höre von, weil ansonsten wird die Lautstärke leiser, desto weiter sie weg ist. Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Versuchen wir's. Und vor allem, wenn wir uns jetzt hier einsperren, bringt das so viel. Hey, Bücken. Ja. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Ach, Mist. Finden wir es raus? Wir werden es rausfinden. Avery sieht nicht stabil aus. Ja. Ratten. Es geht links, es geht nicht rechts, es geht geradeaus.
Links geht's auch nicht. Gut, es geht nur geradeaus. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber lang. Mist. Was? Was soll ich tun? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Okay. Okay. Ich musste gerade irgendwas mit dem Controller machen, nur das, ja. Das ist natürlich ein witziges Feature, was da jetzt noch eingebaut ist, dass man sich jetzt auch noch anfangen muss zu bewegen hier. Was ist das denn? Was war das denn? Ich wette, Nadines Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Okay, ich mach mal hier. Wischi Wischi. Ja, ja, aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Ah. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ah. Da ist ein explodierendes Fass. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen und entspannen. Sagt er und schießt. Ja, das war auch wieder meine Schuld, ich weiß. Ich habe, wie gesagt, die Taste ist sehr, sehr leichtgängig. Oh, da komme ich nicht hoch. Da würde ich aber gerne hoch eigentlich. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Das ist Dynamit. Dann lass mich mal... Ich will dich hier hochbringen, Elena. Komm mal her. Also würde ich gerne. Ich glaube, das willst du nur nicht. Aber da oben geht es auf jeden Fall weiter. Toll. Und jetzt... Der gilt da oben ist eh die Lösung. Muss ich jetzt hier noch ein bisschen dumm rumlaufen, bis du da die Lösung nimmst, oder? Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Ach so, ich kann da was wegräumen. Das wird nicht funktionieren. Oh, Surprise! Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Finden wir einen anderen Weg. Oh, vielleicht die Säule hier hoch? Oh nein, nur ein bisschen länger. Komm schon. Mist. Los! Ja, ich mach doch. Was soll ich denn? Verdammt! Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Achso, es geht. Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Die müssten nass sein. Ah. Oh, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Oh, mein Kopf. Ich bewege mich übrigens nicht. Hier drüben. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Ja, darf ich einen vorschlagen? Was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Los geht's. Okay. Und jetzt du. Okay. Danke. Wie stark ist Elena bitte, dass sie mich einfach so Vorsicht, hochziehen Kopf. Kann? Ja. Okay. Wir sind ein wenig in der Höhlenatmosphäre hier. Vorsicht.
Sind wir da, wo wir sein wollen? Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Der hat auch nicht. Raus hier. Arme abgeschlagen und aufgehangen. Jeder, der versucht hat, ihn zu bestehlen. Wow. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Niemand mag Klugscheißer. Ist das etwa... Oh. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Verdammt. Verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Ich nehme an, dass die jetzt fast alle hochgehen werden. Nate! Ja! Surprise, Motherfucker. Wo ist denn das? Wo gehen die denn? Wo fliegen die denn dann hoch? Verdammt! Verdammt! Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Die stand voll drin. Bist du okay? Ja. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Okay. Hey Nate, hier ist eine Abkürzung. Abkürzung? Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh. Ich wollte gerade sagen, woher, sie weiß doch gar nicht, wo wir sind. Woher soll sie wissen, ob das eine Abkürzung ist? Verdammt. Was ist das jetzt? Die Körper, die mich bestahlen, oder was? Das sieht aus wie Tor. Also The Hearts. Mehr menschliche Mobiles. The Hearts that hardened against me. Da hat er die Brüste alle, also die Brustkörper alle aufgehangen. What the fuck? Shit. Noch mehr. Verdammt! Geht's dir gut? Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Okay. Dann nehmen wir die zweite Abkürzung. Links oder rechts? Toll. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Ja, doch, die werden explodieren. Verdammt! Was habe ich... Puh, okay. Alles gut. Verdammt doch! Das ist doch nicht euer Ernst! Das kann nicht gut für die Lunge sein. Du bist doch da, Elena? Nate, bist du okay? Jojo. Gut, ich... Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Schrei! Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Wir können mehrere Wege gehen. Das beunruhigt mich gerade ein wenig. Um genau zu sein, zwei. Gucken wir uns erstmal den hier an. Ja. Wir können mehrere Wege gehen, sagte er. Da ist ein Schatz. Was soll das sein? Ein antikes Steingefäß. Okay, doch so simpel. Und hier rutschen wir wieder? Nee, Treppe. Okay. Nehmen wir die Treppe.
Und da sehen wir schon Fackeln von unseren Freunden. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Oh, Nate. Ich will dich schlagen. Ich lasse dich gleich absichtlich in den Abgrund springen. Falls man das übrigens nicht... Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Falls man das übrigens... Ist keine Spur von Sam. Nicht merkt, bin ich auf der Seite von Elena. Und nicht auf der Seite von Nate. Verdammt! Elena! Runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Was habe ich denn da jetzt gerade gemacht, bitte? Kann ich zielen. Oh, das ist zu nah. Oh shit. Ja, Elena, stell dich. Ich hab die gerade auch nicht 15 Mal in die Luft geschossen oder so. Entschuldigung dafür, aber. Sehr schön. So, ich brauche dringend Munition für alles, was ich hier kriegen kann. Nein, die will ich nicht haben. Die hätte ich gern. Die ist nämlich ziemlich stark. Noch mehr Munition für die Kopf. Oh shit. Kann. Was ist das? Oh, meine Munition geht langsam den Bach runter. Ich gehe mal eben auf die Schrotflinte her. Ja, da oben haben wir noch mehr Schrotflinten gehabt. Bin ich mir sicher. Ich nehme mir die mal eben alle. Hier liegt eine neue. Ne, ist nicht die neue, das ist die alte. Okay, gehen wir mit der Schrotflinte voraus. Immer 6 Schuss nur, aber die ist, glaube ich, ziemlich stark. Verdammt! Und nicht so. Nein! Serious? Bitte jetzt nicht die Gegner wieder da. Sind die jetzt wieder da, weißt du? Komm. 3 Schuss habe ich noch. 1 Schuss habe ich noch. Verdammt. Dankeschön.
Jetzt habe ich auch ein bisschen sparsamer geschossen. Verdammt! Ach ja, genau. Ach ja, genau, sagte er. Oh, ich krieg einen Anfall. Ich werde besser. Verdammt. Ja, ja, alles gut. So, Elena, lebst du noch oder bist du auch schon tot? Treffe ich dir nicht. Nein, meine eigene Granate. Werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Da liegt ein Bein, Fuß. Die Mumie, die mich verleumdet. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Okay, dann holen wir Sie mal ein. Das sind Gebisse. Die Gebisse, die... Was zum Teufel? Ist mit ihm nicht in Ordnung. Also Avery ist mir nicht mehr so sympathisch. Ah, hallo. Hey. Geht also einmal rund? Sieht so aus. Okay. Diesen ganzen wunderschönen Skeletten. Ja, Two's Männer gegen Averys. Aha. Eine Metalltür. Schlüssel und ein Schlüssel. Ein Brief. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Leutnant Burton. Avery bereitet in diesem Moment seine Flucht vor. Wenn wir zulassen, dass er diese Ufer verlässt, wird er sicherlich verschwinden, gemeinsam mit unserem Schatz. Dieser Generalschlüssel öffnet die Tore in den Tiefen. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Aber seid achtsam, Leutnant. Es wird zweifelsohne erwartet, dass wir ihn verfolgen. Während ihr und eure Männer die Tunnel durchkämmen, werde ich ein kleines Kommando durch das Tal führen, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Falls Gott uns ihren Sieg gewährt, werden wir morgen bei Sonnenaufgang wieder Piraten sein. Wir werden wieder zu unbekannten Häfen segeln und mit dem Schatz in unserem Besitz, den Wind in unseren Segeln und der Freiheit zu leben, wie es uns beliebt. Viel Glück. Hat, glaube ich, nicht funktioniert, richtig? Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Okay. Es wirkt so, als wäre gleich wieder ein Rätsel am Start. Ach Mann. Ja, die explodieren doch eh. Ach, verdammt. Okay. Doch. Wie viele von diesen Dingern sind denn hier? Ja, explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Yo! Was ist das? Reaktionsgeschwindigkeit vor der Wind.
sag dazu mal Glück gehabt. Ich sehe hier halt herzlich nicht viel. Ja. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Aber die beiden sind so cool zusammen. Ein Schatz. Was soll das sein? Ne? Ein dekorativer Mogul-Knüppel. Ich habe auch mal Knüppel zur Dekoration bei mir rumliegen. So muss das. Ich hab Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Ja, ihr springt die ganze Zeit runter und... Okay. Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. So, wir haben das ja schon gesehen. Objekt untersuchen und umdrehen, bitte. Umdrehen. So. Die Symbole entsprechen denen auf den... Ja, ist mir schon klar. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Oben links, da lang. Da lang. Okay. Okay, ich hoffe, ich habe mir das jetzt eingeprägt. Wenn nicht, dann wird das gleich ziemlich traurig. Wir müssen anfangen ganz links. Da darf ich nur das unten rechts nicht betreten. Nein, ich darf nur das oben links nicht betreten. Grrr. Entschuldigung. So, was haben wir denn da? Da haben wir die Schiffe. Hier haben wir den müsste ich betreten dürfen. Ach, es geht darum, wie die Dinger gedreht sind. Ach, fuck. Fuck. Ja, ich dachte, es geht immer von meiner Sicht aus. Aber nein, es kommt drauf an, wie rum die gedreht sind. Er zum Beispiel ist auf dem Kopf gedreht. Will heißen, tatsächlich ist die Plattform hier falsch, weil... Also beziehungsweise nein, die zweite Plattform da ist falsch, weil die unten rechts ist. Und ich dachte jetzt, diese hier wäre falsch, denn es war unten rechts. Und, ah, okay. Es kommt drauf an, das Schiff ist. Das heißt, die beiden Plattformen, da darf ich nicht gehen. Der, da darf ich... Den nicht betreten, die beiden dürfte ich betreten, den darf ich auch betreten. Den darf ich auch betreten. Da sind die Kreuze nach unten. Ja, Klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Kreuz ja, darf stimmt. Nur oben links. Ja, das ist hier oben links. Da darf ich aber nicht hin. Doch, darf ich wohl. Kreuze darf ich nicht. Moment. Der darf nur unten rechts nicht. Muss ich hier lang. Ja, geschafft. Okay. Leck mich, Avery. Aber sind wir jetzt vor denen oder gehen die einfach nur einen anderen Weg? Ich weiß es nicht. Wir allerdings machen hier einen kleinen Cut.